Also ich bin Dianette Schmidt, Betriebsratsvorsitzende von der Kampf-, Schneid- und Wickeltechnik. Wir stellen Rollen-, Schneid- und Wickelmaschinen her und durften vor einiger Zeit auch an dem Projekt teilnehmen. Wir haben als Betriebsrat eine Betriebslandkarte erstellt, mussten aber dann leider erfahren, dass unser Arbeitgeber da nicht so offen für war. Das hat uns aber trotzdem nicht gehindert, uns mehr Klarheit zu verschaffen. Und deswegen war das eine ganz wichtige Sache für uns, dass wir das Projekt auch hier durchgeführt haben mit externer Unterstützung. Das hat uns auch nochmal sehr viel gebracht. Und jetzt sind wir uns klarer darüber, wie das hier im Unternehmen mit der Digitalisierung funktioniert und worauf wir achten müssen.